Willkommen zu Frag Barbie. Hier beantworte ich eure Fragen. Ich habe wie wild gekocht und brauche jetzt unbedingt neue Rezepte. Kochen und Backen macht mir so viel Spaß. Devila MT schreibt, mach eine Riesenkuchen-Challenge. Das erinnert mich an einen gigantischen Kuchen am Valentinstag. Randy, das ist ein wunderschöner Kuchen. Danke. Der Kuchen soll Gesprächsthema Nummer 1 auf der Valentinstagsparty sein. Wow, so viel Zuckerguss. Oh-oh. Was ist? Oh je, mein Ohrring. Ich habe ihn verloren. Wahrscheinlich ist er im Kuchenteig gelandet. Du meine Güte. So können wir den Kuchen nicht servieren. Jemand könnte den Ohrring aufessen. Tja, dann können wir eigentlich nur eins machen. Hau rein. Hoffentlich finden wir ihn gleich. Ist das nicht der Kuchen für die Party? Ja, aber Randy hat ihren Ohrring im Teig verloren und wir müssen ihn finden. Da helfe ich gern. Danke, dass du uns hilfst, Tony. Bei was denn helfen? Ich hab Hunger. Hat jemand den Ohrring gefunden? Noch nicht. Wo kann er nur sein? Oh nein! Oh, er hing die ganze Zeit in meinen Haaren fest. Naja, zumindest wissen wir jetzt, dass der Kuchen super lecker ist. Jetzt wird von ihm auf der Party nichts mehr übrig sein. Oh, ausgerechnet Sesamöl habe ich natürlich nicht da. Entschuldigt, ich suche nach ein paar Rezepten, die ich aus den Zutaten machen kann, die ich sowieso schon zu Hause habe. Bis auf eine Zutat habe ich für ein Rezept alles da. Tja, dann muss ich eben etwas improvisieren. Jeff T. Plant schreibt, zeig mir bitte, wie du Zeit mit Freunden verbringst. Das erinnert mich an das schönste Freunde-Dankfest, das ich jemals hatte. Okay, Leute, alle am Start? Blick nach vorne, Schultern zurück, Kinn hoch. Wir rocken die Freunde-Dank-Fashion-Show. Daisy eröffnet die Modenschau. Sie bringt jede Menge Proteine mit. Glänzend und saftig, darf auf dem Freunde-Dankfest nicht fehlen. Und an das Outfit hat sie auch gedacht. Dank der stylischen Serviette ist sie super angesagt und bleibt fleckenfrei. Und hier kommt Jeffrey mit einem grandiosen Salat. Auch er ist modebewusst. Diese 90er-Jahre-Schürze ist total angesagt. Und hier kommt Kenzie mit etwas super Heißem. Seht euch das frisch gebackene Brot an. Das darf auf keinen Fall fehlen. Und zu jedem Outfit gehören natürlich auch die passenden Utensilien. Du siehst super aus, Kenzie. Wilder Auftritt von Nikki mit ihrem grünen Bohnenauflauf. Sieht das nicht bezaubernd aus? Die süßen Ofenhandschuhe schützen ihre Hände. Und hier kommt Star mit dem wunderschönen Kuchen. Damit möchte sie das Allerschönste feiern. Uns alle. Genießen wir also dieses modebewusste Freunde-Dankfest. Das war so ein modebewusstes und köstliches Abendessen. Fast so lecker wie die Cupcakes, die von meiner Lieblingsbäckerei geliefert worden sind. Oh, Cupcakes! Bonnie E. schreibt, back eine Pizza. Ich liebe Pizza backen. Aber mein erster Versuch war etwas... Naja... Ich bin Barbie Roberts und zeige euch heute, was ich so drauf habe im Pizzateig werfen. Es ist nicht ganz so einfach, aber ich denke, ich krieg's hin. Los geht's! Oh, sorry, Taffy. Gleich nochmal. Hey, Barbie, Stacy hat uns gerade... Ein einfaches Hallo hätte es auch getan. Entschuldige, Ken. Ich probiere gerade meinen neuesten Trick. Da musst du wohl noch etwas üben. Oh ja, da hast du recht. Ich denke, das ist genug für heute. Ja, und ich habe immer noch Hunger. Abigail fragt, Barbie, kannst du mir bitte beim Kochen helfen? Ich lerne selbst noch, aber ich kenne jemanden, der mir schon sehr oft geholfen hat. Barbie, du musst sofort aufhören. Okay, Nikki. Ich möchte dir meine neueste Erfindung zeigen. Der Food-Boto-Koch, der weltbeste Kochroboter. Egal ob Scheibe, Würfel oder gekochter Reis, Soufflé, Gourmet oder doch lieber Mais. Sie hilft in der Küche und hat freche Kochsprüche drauf. Wer gut isst, lebt gut.
Danke, Niki. Du bist ein Genie und so aufmerksam. Ich bin ein super-duper Kochroboter. Lass uns starten. Wow, sie hat's voll drauf. Kann ich behilflich sein? Barbie, du musst keinen Finger krümmen. Niki, das Tolle am Kochen ist doch, dass man etwas selbst machen kann. Du hast recht, Barbie. Ich werde Foodbutter umprogrammieren. Okay, diesen Code hier umschreiben und Werkseinstellungen ändern. Und? Los, Barbie, rühre das hier um. Und Niki, hilf mir beim Paprika schneiden. Sehr gern. Es funktioniert. Das wird ein Spaß. Oh nein, sie dreht durch. Oh. Niki, duck dich. Aber warum denn? Oh, ich muss sie wohl noch etwas nachprogrammieren. Schön, dass ihr bei Frag Barbie eingeschaltet habt. Ihr wisst ja, das Beste am Kochen ist, dass man seine Kreationen mit Freunden und Familie teilen kann. Danke für dieses köstliche Mittagessen, Barbie. Gern geschehen. Bis nächste Woche.